Hallo, Dominik hier von wkfilme.de. Ich bin auf der LG Roadshow und hier möchte ich euch das Highlight OLED TV Modell G7 vorstellen oder kurz zeigen. Und zwar, das ist wie gesagt das neue Premium Modell, das ist mit 65 und 77 Zoll in den Handel kommen wird. Preise werde ich noch erfragen, sind für das Modell glaube ich noch nicht finalisiert worden. Und viele werden sich jetzt denken, irgendwie kommt mir das hier alles bekannt vor, so mit dieser Lautsprecherleiste. Und wenn wir jetzt hier dieses von LG genannte Picture on Glass Design auf der Rückseite, es hat hier auch so einen leicht rötlich-pinken Schimmer, dass es vielleicht den einen oder anderen bekannt vorkommt. Das liegt daran, dass LG einfach das Chassis der letztjährigen G6-Serie genommen hat und hat hier quasi einfach nur das neue Panel eingebaut. Und somit ist eine neue Modellreihe geboren. Der Unterschied quasi dann hier liegt, wie gesagt, im Panel, in der aktualisierten Nutzeroberfläche. Hier kommt WebOS 3.5 zum Einsatz und durch das neue Panel ist diese Serie wie alle anderen OLED- und LCD-Serien von LG auch nicht in der Lage, 3D-Videos abzuspielen. Ansonsten haben wir durch das neue Panel und durch den fehlenden 3D-Filter eine verbesserte Helligkeit. Diese soll erstmals bei 1000 Nits liegen und soll damit auch quasi diesen Schwellenwert, ja, man kann mich hier gerade gut sehen. Liegt aber daran, dass man hier doch immer mal wieder mit Spiegelung zu kämpfen hat. Hier in dieser Ecke ist es noch relativ dunkel. Und hier kann man auch wirklich von jedem Winkel, ich gehe jetzt mal kurz nochmal hier rum, jeden Winkel hier sehen. Sehr blickwinkelstabil. Das Display war auch nicht anders zu erwarten. Komisch ist es nur, dass hier wieder ganz selten Bilder mit gelbem Content oder gelben Farben gezeigt werden. Liegt vielleicht daran, dass hier doch in einem extremen Winkel vielleicht leichte Verfärbungen Richtung Grün passieren und deswegen, ja, das ist vielleicht ein kleiner Nachteil der OLEDs, aber das dürfte, glaube ich, wirklich den wenigsten auffallen. Ja, ansonsten gibt es hier noch zu sagen, und zwar bei dieser Modellreihe gibt es zwei Fernbedienungen. Hier noch einmal quasi die klassische Fernbedienung mit den Zahlen. Hier unten haben wir dann schon quasi die Netflix und die Amazon Videotaste, wenn ich sie mal scharf bekomme, mit dabei. Und ansonsten ist halt auch diese Air-Maus-Funktion quasi, dass man direkt auf dem Display, ich gehe mal schnell rein hier, quasi diese Air-Maus-Funktion, damit man hier durch das Menü sich bewegen kann. Das Menü werde ich selber noch mit dem eigenen Video zeigen. Und dann gibt es quasi hier noch eine zweite Fernbedienung. Hier müsste ich jetzt aber schnell schauen, weiß ich nicht, ob... also hier haben wir quasi dann diese Air-Maus-Funktion fehlt und hier kann man dann nur über die Tasten, und hier kriegt man nochmal ein Feedback in Farbe, dass quasi eine Taste gedrückt wurde und das ist quasi die abgespeckte Version. Machen wir hier im guten Licht. Die sind beide quasi mit dabei. Ich glaube auch bei der, lass mich überlegen, ich glaube bei der E7-Serie auch, müssten glaube ich auch beide mit dabei sein, aber das werden wir dann im nächsten Video dann nochmal sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren YouTube-Kanal und besucht uns auf jeden Fall auf 4kfilme.de.